Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella und heute gibt es mal wieder ein Fragen- und Antwort-Video. Ja, ich hatte euch auf Instagram gefragt, habt ihr denn Fragen an mich? Und ja, welche? Ich werde die dann in einem YouTube-Video beantworten. Und ja, tada, hier ist es. Genau, und ich würde sagen, ich rede nicht länger um den heißen Brei. Ich würde sagen, ich beantworte die Fragen jetzt mal sofort. Und die erste Frage kommt von Jessica Sweetmaker. Sie fragt, wie ist deine Meinung zum aktuellen SSO? PS, ich bin die Clubleiterin der Silver Trees. Liebe Grüße gehen an dieser Stelle raus an die Silver Trees. Und ja, meine aktuelle Meinung zu SSO. Ich bin tatsächlich aktuell positiv überrascht, denn ja, SSO ist tatsächlich jetzt aktuell sehr hinterher. Also was die Grafik angeht, was die Beschäftigung in diesem Spiel angeht, was die Updates angeht. Ich bin auf jeden Fall zufrieden, weil aktuell überarbeitet sehr viele alte Sachen, sei es Pferde, seien es NPCs, sei es hier irgendwelche Gebiete oder sowas. Und das habe ich mir von SSO tatsächlich immer mal wieder gewünscht. Also so eine einheitliche Grafik, also dass die das jetzt alles Schritt für Schritt immer mehr anpassen, dass das eine einheitliche Grafik wird. Und ich finde, die sind ganz gut dabei. Auch die letzten Updates waren tatsächlich relativ gut. Und ja, ich muss sagen, mit dem aktuellen SSO bin ich tatsächlich sehr zufrieden. Mialu22 fragt, reitest du in echt? PS, deine Videos sind mega unterhaltsam und du bist echt sympathisch. Dankeschön. Und ja, ob ich in echt reite? Leider nicht. Da fehlt mir leider die Zeit dafür. Bifi02 fragt, machst du eigentlich mal Starcoins-Verlosung? PS, liebe deine Videos. Dankeschön, Bifi02. Und nein, Starcoins verlose ich nicht, weil ich glaube, dass es sogar von SSO verboten ist. Ich meine, so etwas mal von SSO gelesen zu haben. Aber kann auch sein, dass ich mich irre. Also, falls ihr euch nicht sicher seid, ob das überhaupt erlaubt ist oder nicht, so etwas zu verlosen, schreibt SSO am besten einfach mal selber an. Und wenn ihr dann eine offizielle Antwort von SSO bekommt, dann wisst ihr auf jeden Fall zu 100%, ob denn so etwas überhaupt erlaubt ist oder nicht. Und ja, also Starcoins-Verlosung mache ich auf jeden Fall nicht. Pauli Outfits schreibt oder fragt, was ist dein Hasspferd in SSO? Ein Hasspferd habe ich tatsächlich nicht. Also ich habe wirklich kein einziges Pferd in SSO, das ich richtig hasse und überhaupt nicht leiden kann. Aber es gibt ein paar Pferde, die mir nicht so gut gefallen und das sind halt die Pferde aus der ersten Generation. Ja, da ist ein bisschen Nostalgie und Retro-Charme dahinter, hinter den ersten Generationen, ja, hinter den ersten Pferde. Das sind so die Pferde, die ich nicht mehr so wirklich schön finde. Aber so ein richtiges Hasspferd habe ich in SSO nicht. Pferdemädchen 10 fragt, wie alt bist du? Aktuell bin ich 32 Jahre alt. Dina Das Cake Missy fragt, ist nicht direkt eine Frage, aber wollte nur mal sagen, du bist perfekt, so wie du bist. Bleib so, oh, das ist lieb. Dankeschön. North Dancers Clan fragt, wie bist du zu SSO gekommen? Tatsächlich durch meine ältere Schwester. Ich habe ja eine 2 Jahre ältere Schwester und ich habe sie irgendwann mal gefragt, na, kennst du vielleicht mal wieder ein richtig cooles Pferdespiel? Ich habe mal wieder Bock auf irgendein neues Pferdespiel, das ich noch nicht ausprobiert habe. Und da hat sie mir tatsächlich SSO vorgeschlagen und ja, so bin ich tatsächlich auf das Spiel gekommen. Hier nochmal die Frage von Walnüsschen. Wie alt bist du? Die Frage habe ich gerade eben schon mal beantwortet, aber ich sag's gerne nochmal. Ich bin aktuell 32 Jahre. Lucky Runners fragt, reitest du? Würdest du gerne in Real Life reiten? Die Frage hatten wir auch schon mal. Nein, ich reite nicht, aber ich würde tatsächlich gerne, ja. Ich liebe Pferde, würde auch gerne mal wieder auf einem Pferd sitzen und versuchen zu reiten, aber ja genau, aktuell reite ich nicht, aber ich würde gerne. Lazy Lana 14 fragt oder schreibt, größter Traum? Fehlt dahinter ein Fragezeichen? Wenn ja, dann ist es auf jeden Fall eine Frage. Größter Traum? Ich habe tatsächlich keinen großen Traum. Also wenn ich jetzt so spontan drüber nachdenke, mir fällt wirklich nichts ein. Vielleicht meine Kreativität in irgendeinem Beruf ausleben, dass ich wirklich mal einen Beruf finde, der mir richtig Spaß macht, dem ich auch ganz gut Geld verdienen, also so, dass es halt wirklich gut zum Leben reicht. Das eventuell, aber ansonsten spontan fällt mir tatsächlich nichts ein. Tut mir leid, dass ich dir die Frage nicht direkt beantworten konnte. Aida Daska fragt, wurdest du in Real schon einmal von Fans erkannt? Nein, dafür bin ich auf jeden Fall nicht fame genug und ich glaube, das ist auch gut so. Anouk9x fragt, hast du mehr Klamotten in Real Life oder in SSO? In SSO. Eindeutig in SSO. Also in Real Life bin ich tatsächlich mit meinen Klamotten sogar relativ sparsam.
Kelly Clayray fragt, schneit's bei euch? Aktuell nicht, weil ich lebe in Deutschland und wir haben Frühling, fast sogar Sommer. Also nein, bei uns schneit es tatsächlich nur im Winter. Manchmal jedenfalls. Win.aya20 fragt, wie lange spielst du schon SSO? Seit Frühling, Sommer 2017, also knapp 5 Jahre. Okay, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Die nächste Frage kommt von Chelsea Despon, sorry, und fragt, welches ist dein Hasspferd in SSO? Die Frage hatten wir schon mal, die konnte ich natürlich nicht klar beantworten. Also ein Hasspferd habe ich immer noch nicht. KHT Marshmallow fragt, wie alt bist du? Die Frage hatten wir auch schon, aber gern nochmal, 32. Kimmy Windpie fragt, machst du gerne YouTube-Videos? In Klammern, ich liebe sie. Dankeschön und ja, ich mache sehr, sehr gerne YouTube-Videos. Sonst würde ich es auf jeden Fall nicht machen, wenn ich es nicht gerne machen würde. BTW Claudi fragt, nimmst du mal mit einem Fan auf? Leider nicht, denn dann würden sehr, sehr, sehr viele, denke ich mal, mit mir zusammen in einem Video sein. Und ich kann das leider nicht jeden erfüllen. Außerdem schaffe ich es noch nicht mal, mit denjenigen ein Video zu machen, die mich halt auch privat anschreiben. Und ja, mal ein Video mit einem Fan aufzunehmen, das wird auf jeden Fall sehr schwierig. Und ich glaube nicht, dass ich das umsetzen kann. RosaliePineBeach.SSO fragt, was machst du am liebsten in deiner Freizeit? Ja, wenn das Wetter gut ist, fahre ich tatsächlich sehr gerne Fahrrad. Ich zeichne sehr gerne, höre gerne Musik. Oder ja, spiele SSO und mache YouTube-Videos. Genau. Judith Noblehall fragt, wie alt bist du und wie alt ist dein Kind? Ich bin wie gesagt 32 und mein Kind ist aktuell 5 Jahre alt, wird aber in ein paar Tagen 6. Seehändner Emma fragt, wie viele Pferde hast du in SSO? Aktuell habe ich 120 Pferde. Ja, das ist schon ein ganz schönes Stück. Table fragt, wie viele Pferde hast du und wie viele hast du schon verkauft? Bist meine Lieblings-YouTuberin. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja, die Frage mit den Pferden, wie viele ich habe, habe ich gerade beantwortet. Es sind aktuell 120. Und wie viele hast du schon verkauft? Ich habe tatsächlich schon einmal ein einziges Pferd bzw. Pony verkauft. Das ist aber das erste und auch das letzte Pferd bzw. Pony, das ich in SSO verkauft habe. Und zwar war das mein Jorvik Starter Pony, aber der ersten Generation. Genau, die es mal hier in Fort Pinter zu kaufen gab. Also die Ponys der ersten Generation. Ja, mir hat einfach irgendwann die Farbe nicht mehr so richtig von diesem Pony gefallen. Und ich wollte einfach ein anderes Pony haben, weil ich das von der Farbe her viel schöner fand. Und ja, somit habe ich das Pony verkauft. Aber damals wusste ich noch nicht, dass ich keine Starcoins zurückkriege und wie viel, 1000 oder 2500 Jorvik-Schillinge. Damals dachte ich, das wäre viel. Ist es aber nicht, wie wir heute wissen. Und ja, das war natürlich ein Fehler. Ich hätte das Pferd gerne behalten. Es war übrigens dieses bräunliche mit der silbernen Mähne und den silbernen Schweif. Also das, dieses ganz, ganz alte Pony, Jorvik-Pony, ne? Und ja, das fand ich, wie gesagt, nicht so schön. Deswegen habe ich es verkauft. Heute hätte ich es lieber gerne behalten. Aber egal, man lernt aus seinen Fehlern. Marlelele.a5 fragt, hättest du gerne noch ein zweites Kind? Tatsächlich nicht. Ganz am Anfang, als ich mit meinem Mann zusammenkam, wollten wir schon immer 2 Kinder, ja. Als dann mein erstes Kind, mein Sohn, auf die Welt gekommen ist, dachte ich mir so, nein, tatsächlich spricht alles dagegen für ein zweites Kind, weil, ja, die erste Schwangerschaft war nicht so toll, die Geburt war nicht so toll, die Zeit nach der Geburt, die Anfangszeit war jetzt auch nicht so die schönste. Dann, ja, bin ich wie gesagt aktuell 32 Jahre alt und ich möchte keine alte Mama sein. Ich möchte halt als Mama noch so jung wie möglich bleiben und je älter man wird, desto schwieriger wird es ja. Und wenn ich jetzt noch ein zweites Kind bekommen würde, dann wäre auch der Altersunterschied zwischen meinem jetzigen Kind und dem Kind, was ich jetzt bekommen werden würde, auch sehr groß. Es wären halt wirklich 6 Jahre mindestens und ja, der Platz fehlt, das Geld fehlt, die Nerven fehlt. Also eigentlich spricht alles dagegen, noch ein zweites Kind zu bekommen. Von daher, nein, ein zweites Kind würde es ganz bestimmt nicht geben.
Sonja Bravehu fragt, findest du SSO momentan langweilig und was würdest du ändern? Momentan finde ich es tatsächlich nicht langweilig, wenn jetzt zum Beispiel ein paar Events in SSO reinkommen, wie zum Beispiel das Reitsportfestival, was wir dieses Jahr hatten. Das war wirklich echt cool, da hatte man jeden Tag viel zu tun und das war auf jeden Fall nicht langweilig. Auch jetzt gibt es zu jedem neuen Update immer mal wieder kleine Sachen, die man tun kann und wenn man dann auch noch mit anderen Leuten spielt und levelt und was weiß ich nicht noch, dann ist es tatsächlich gar nicht mehr so langweilig und ja, momentan ist SSO tatsächlich relativ positiv, also mir fällt es relativ positiv auf und ja, SSO ist für mich momentan nicht langweilig. Linas Edits fragt, haben manche Pferde in deinem Stall eine Bedeutung für dich? Jetzt muss ich tatsächlich überlegen, ja, manche Pferde, also es gibt ja verschiedene Pferdefilme und viele Pferde, die es in SSO gibt, sehen den Pferden in einigen Filmen ähnlich oder die Pferde in SSO sehen den ähnlich. Zum Beispiel gibt es ja den Film Hidalgo, ne, dieses eine American Paint Horse sieht halt so ein bisschen aus wie Hidalgo und gibt es natürlich noch den Film Spirit, der wilde Mustang. Es gibt ein paar Pferde, die so ähnlich sind wie Spirit oder die an Spirit erinnern und das erweckt halt so ein bisschen Kindheitserinnerungen und ja, das ist so die Bedeutung für mich bei manchen Pferden, aber so eine richtig krasse Bedeutung für ein Pferd in Real Life, nee, habe ich nicht, nein. Luisa P. fragt, Lieblingsfellfarbe? Boah, da habe ich tatsächlich keine. Also es kommt tatsächlich auf das Pferd drauf an. Also ja, wenn es ein richtig tolles Pferd ist, dann mag ich das auch, wenn es schwarz ist. Also Rappen. Ich mag zum Beispiel Schimmel. Ich mag cremefarbene Pferde total gerne. Dunkelbraune Pferde sind richtig schön. Auch Füchse. Wenn die Füchse wirklich so richtig schön feuerrot sind und tolle Abzeichen haben, finde ich auch Füchse total schön. Also es kommt halt wirklich immer auf das Pferd drauf an. Also eine Lieblingsfellfarbe habe ich wirklich nicht. Aber was ich wirklich mag, sind Schecken. Gescheckte, gefleckte, gepunktete Pferde. Sowas auf jeden Fall. Marilou Wee fragt, hättest du früher gedacht, dass du heute mit SSO und YouTube dort stehst, wo du jetzt bist? Tatsächlich nicht. Also ich habe mir immer gewünscht, so vielleicht Abonnenten im fünfstelligen Bereich zu haben. Das wäre schon für mich persönlich mega cool und mega krass. Aber ich habe nie gedacht, dass ich das irgendwie ja hinbekomme oder dass das halt wirklich mal so wird. Okay, das war jetzt kein Deutsch, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Aber ja, hätte ich wirklich nicht gedacht. Nee, also so, als ich die 10.000 Abonnenten erreicht habe, dachte ich schon, boah, okay, jetzt hast du tatsächlich Abonnenten im fünfstelligen Bereich. Was ist los? Wie kam das überhaupt? Wie schafft man das? Und ja, jetzt bin ich schon, glaube ich, knapp bei 13.000 Abonnenten. Also es steigt weiter nach oben. Das ist echt krass. Nee, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Oh, Luna Hart fragt, wie kamst du auf den Namen Tasty? Luna, ich weiß es wirklich nicht mehr. Die Frage haben mir schon so viele Leute gestellt und ich weiß wirklich nicht mehr, wie ich auf den Namen Tasty kam. Wirklich nicht. Keine Ahnung. Fabulous 1401 fragt, liebst du deinen Ehemann? Aha, sehr witzig, Schatzi. Und ja, ich liebe dich. Caitlin Lowhope fragt, bist du oder reitest du in echt? Nein, so wirklich geritten bin ich nicht. Ich war mal, ich sag mal so, Gelegenheitsreiterin. Also immer, wenn sich eine Gelegenheit zum Reiten ergab, habe ich mich auf ein Pferd draufgeschwungen, draufgeschmissen. Und ja, reitest du aktuell in echt? Nein, leider nicht. Amina X Pandakeep fragt, wie kamst du dazu, SSO zu spielen und damit YouTube zu machen? Ja, wie kam ich dazu? Das habe ich ja schon gesagt, durch meine ältere Schwester. Und YouTube zu machen, um es mit anderen zu teilen. Also mir hat es wirklich Spaß gemacht, SSO zu spielen. Und dann habe ich mal auf YouTube geguckt, ob es schon YouTuber gibt, die das auf YouTube zeigen, dieses Spiel. Und ja, gab es natürlich damals. Das war natürlich hier Sepp. Windprinzessin habe ich damals gesehen, Damakash und der Peggy. Und es hat mir so ziemlich gefallen, was die gemacht haben und es hat mich persönlich auch unterhalten und genau das wollte ich halt auch machen und ich habe ja schon vorher ein paar Videos auf YouTube hochgeladen, es waren zwar nur Musikvideos damals, aber es hat mir trotzdem schon Spaß gemacht, Videos aufzunehmen und zu schneiden und hochzuladen und genau das wollte ich halt mit SSO machen und ja, so kam ich dann halt dazu. Ich habe es einfach ausprobiert, gemacht und ja, so ging das los.
So, wie spricht man jetzt deinen Namen aus? IND3R4T. Ich habe es bestimmt komplett falsch ausgesprochen. Aber egal. Ja, er oder sie fragt: Sind die Trakehner nur in SSO deine Lieblingsrasse oder auch in echt? Und weshalb? Tatsächlich sind die Trakehner nur in SSO meine absolute Lieblingsrasse. In Real Life sind es die Fjordpferde und die Haflinger. Und warum? Fragt mich bitte nicht. Ich weiß nicht, die Rasse hat es mir einfach in SSO angetan. Ich weiß nicht, ich finde die irgendwie so knuffig, so dieses Modell und wie die gemacht sind und die Farben. Und ich weiß auch nicht, die Trakehner finde ich einfach nur ganz, ganz toll. Ja. So, jetzt kommen wir auch schon zu den letzten Fragen. Und zwar Jayla McForest, entschuldige bitte, fragt: Wie bist du auf SSO gekommen? Ich habe damals als Kind Werbung in Pferdemagazin gesehen. Die Frage habe ich bereits beantwortet, wegen meiner älteren Schwester. Und Emmy.kit fragt: Zeigst du irgendwann mal deinen Sohn? Du bist die Beste. Dankeschön. Und nein, meinen Sohn zeige ich jetzt so im Internet nicht. Außer vielleicht, wenn wirklich mal irgendwas Süßes passiert, wie zum Beispiel, keine Ahnung, er hat ja jetzt dieses Jahr Schulanfang und wenn ich da mal ein süßes Foto von ihm mache, wo er richtig gut aussieht und schön lächelt, wo man wirklich so richtig stolz ist als Mama, dann würde ich das auf jeden Fall mal auf Instagram posten oder so. Ja, das sind dann aber auch Bilder, die sind okay und die sind süß und schön und ja, sowas halt, aber ansonsten jetzt direkt auf YouTube oder so, nee, eher nicht, weil Kinder haben in dem Alter nicht so wirklich viel im Internet zu suchen und ich bin auch irgendwie nicht so der größte Fan, wenn Eltern in so jungen Jahren ihre Kinder dauernd zeigen und sowas und das mache ich halt auch nicht so gerne. Und also wenn ich mal meinen Sohn zeige, dann ab und zu mal auf Instagram ein paar süße Bilder, aber das war's dann auch schon. So, dann habe ich noch eine letzte Frage von Cheyenne Winterhouse. Sie hat mir die Frage aber privat geschrieben, weil sie das anders nicht hinbekommen hat. Und zwar hat sie hier noch geschrieben: Hi Bella, hier wären meine Fragen. Wie viele Pferde hast du? Aktuell, wie gesagt, 120. Auf welchem Server bist du? Aktuell spiele ich immer auf Server 11, Icy Palace. Und was ist im Moment deine Meinung zu SSO von den Preisen her? Liebe Grüße, Cheyenne. Vielen Dank, liebe Grüße auch an dich, Cheyenne. Und die aktuellen Preise. Ja, sie sind halt sehr hoch. Also das Lifetime-Angebot, das sind ja 65 €. Im Angebot sind es 45. Das ist noch okay. Wenn man aber bedenkt, dass man in-game halt fast alles nur noch von Starcoins kaufen könnte. Na gut, ja, es gibt auch viel von Schilling zu bezahlen, was jetzt Klamotten und Ausrüstung angeht. Aber wie gesagt, Stallhilfe, Pferde und manche Accessoires kann man ja wirklich nur von Starcoins kaufen. Und Starcoins sind wirklich sehr, sehr teuer, wenn sie nicht gerade im Angebot sind. Und auch im Angebot ist es noch relativ teuer. Also man bekommt für 50 € 10.000 Starcoins. Und wenn man sich dann mal das eine oder andere Pferd kauft oder die eine oder andere Klamotte oder Accessoire, was halt nur für Starcoins gibt, dann sind die Starcoins schon auch relativ schnell weg und ja, das ist schon dafür, dass es ein Spiel ist, das für Jüngere ausgelegt ist, die allerhöchstens mal Taschengeld bekommen und sich noch nicht ihr eigenes Geld verdienen können. Und so, ja, es ist schon sehr hochpreisig, muss ich sagen. Ja. An manchen Stellen ja. Aber man muss sich natürlich nicht alles kaufen. Also man muss zum Beispiel, so wie ich, nicht so viele Pferde haben und auch nicht so viele Klamotten haben und alles sowas. Also ich glaube, wenn ich nochmal von ganz von vorne mit SSO anfangen würde zu spielen, ich würde es preislich wirklich ganz anders machen. Ich würde mir meine Pferde viel besser aussuchen. Ich würde nicht ganz so viele Starcoins kaufen. Ich würde auf jeden Fall nur mir irgendwas kaufen, SSO, also was jetzt Starcoins angeht, wenn es im Angebot ist, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und genau. Also Preise, ja, sind schon happig, aber wenn man ehrlich ist, man muss sich auch nicht alles kaufen. Ich glaube, da bin ich ja auch nicht, glaube ich, das beste Beispiel dafür. Aber ich glaube, andere sind da ein bisschen krasser drauf, was Starcoins kaufen angeht und so. So, das waren alle Fragen, die auf Instagram eingegangen sind. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, die Antworten haben euch zufriedengestellt. Und wenn ich öfter mal so ein Video machen möchte oder machen soll, dann schreibt mir das doch bitte in die Kommentare. Und ja, an dieser Stelle gibt es einfach nur zu sagen, ich hoffe, dass euch das Video wenigstens ein bisschen gefallen und unterhalten hat. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream wieder hören werden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.